Hallihallo und willkommen zurück zu Need for Speed Undercover. Neben mir sitzt diesmal der Sultrim als Beifahrer. Hallo. Hallihallo. Wir machen einfach nochmal nur eine Folge, weil wir gerade so viel Spaß haben am Autofahren und fahren deswegen cruisen noch ein bisschen durch die Gegend. Ich denke, wir fahren Rennen, oder? Weil wir ja auch in, also weil ich ja auch in der Karriere vorankommen möchte. Und ja. Können wir weiterschalten, weil ich habe noch ganz viele Rennen, die noch etwas älter sind, die dann auch wesentlich leichter sind. Die wir natürlich direkt mit abstauben. Ein Checkpoint auf Level 11, ich glaube, das ist so das Einfachste, was wir kriegen können. Ein sehr langer Sprint, habe ich gemeint, kein Bock. Ein Sprint Level 9, sieht, hört sich gut an. It's very easy, my brother. Lass du gerade, weil ich Fake Englisch, weil ich scheiß Englisch spreche oder was? Was ist das? Es war doch richtig. Was hast du? Sag mal, komm. Kannst du mir das mal erzählen, was du hast? Das ist klar bei dir, hast du irgendwelche Drogen genommen? Du bist aber nicht an meinem Schrank gewesen, oder? Die Aufnahme kommt. Was ist so? Was hast du? Warte mal, ich muss noch ein Ohr ablegen, weil ich. Das ist der Lacherfall des Jahres. Was ist los? Erklär mir das bitte. Was habe ich erzählt? Was? War das falsch? So falsch? Er kriegt sich nicht mal ein, ist das witzig. Herrlich. Ah, ja. Gefällt mir. Aber guck mal, du lenkst mich die ganze Zeit ab. Jetzt willst du sogar schon bei EA reingehen wegen dir. Hat man was damit noch vorhatte. So, also, wir befinden uns hier in einem NSF-Spiel. Will ich das nicht erzählen? Nein, das ist kein Rennspiel. Das war ein Gerücht. Achso, das Ein ist Gerücht oder ein Gericht? ein Pferderennspiel. Ein Pferderennspiel. Also, Pferderennen. Also, Pferde, die rennen oder du wettest auf rennende Pferde? Keine Ahnung, beides. Das wäre auch ein cooles Spiel, wo man so die ganze Zeit auf rettende Pferde retten. Natürlich, Pferderennsimulator 2013. Das Alter, ich feier aber auch gerade wie eine Grütze. Ja, wobei das wohl liegen mag. Das liegt daran, dass du hier so einen Lacherfall kriegst. Ja. Warum fährst du nicht die Schilder hoch? Weil ich das nicht mache. Ich fahre nur meine beiden Seitenspiegel ab. Kannst du dich an der Tradition noch dran erinnern? Ja, ich hab mich wieder aber du hast eingeführt. Gerade beide noch dran. Nee, ich bei den Abflug. Bock. Was? Echt? Was sind das für Seitenspiegel? Wer hat die denn dran geklebt, ey? Das Oh, Alter! Ja. Ich fahre wieder so wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so, wie so wie, ist, also du darfst jetzt aussuchen, ob ich mich als besenkte Sau oder als Esel beleidige. Beides. Als besenkte Sau. Einer Esau. Esau. Genau. Ach, geh mir doch aus dem Weg. Schöne Bullerei da noch dazu. Na? Ja, kann ich mal passieren. Ach, wenn man das nicht sieht, diese Strecke, dann ist das doof, vor allem. Einfach mal das Bushäuschen mitnehmen. Ja, voll Kohle, man sieht dich da. Oh, da hat dich da Ando. Der Android-User überholt. Android K. Was ist das denn für eine Stufe? The Man. Was sind das eigentlich für geile Namen? Weiß ich nicht. Da gibt's so, es gibt eine Erika, die fährt mit. Das fand ich, habe ich mir mal richtig darüber aufgelegt. Es gibt so, alle haben ja so coole Namen, außer die eine, die heißt Erika. Ja, wahrscheinlich ist sie einfach nicht kreativ genug, um sich oder Man Guy zu nennen. Oder der Name ist einfach so cool. Erika. Erika. Wie schnell sich alles aufbaut. Ja, Bärbel ist doch schöner als Name, finde ich. Ja, findest du? Ja. Wie es aussieht, ist es ja extrem schwierig gerade. Ja, vor allem mit diesen ewigen Aufbaufehlern. Ich habe gewonnen, aber ich glaube, ich habe fast nicht dominiert. Ach, siehst du? Du hast gewonnen. Es kommt davon, wenn man nur Grütze fährt, da dominiert man auch so ein einfaches Rennen. Ach, jetzt sind die Bullerei immer noch hinter mir. Ach, die Bullerei. Ach, Leute, doch. Problem ist nur, ich wurde schon einmal erwischt mit dem Wagen. Das ist schlecht, ich mach Kopien. Das geht nicht von dem Wagen, die haben mir gekauft, die haben mir nie. Obwohl ich den später auch hätte so holen können. Über die Nagelbänder. Über die Nagelbänder muss die Freiheit vor Grenzen. Das gibt doch keinen Sinn. Ja. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen unter den Nagelbändern verborgen und dann versuchen alle gut und glücklich zu sein. Der Aufbruch.
Und oh mein Gott, du musst dem noch aber Geld bezahlen. Wem? Ach, deswegen fährst du zurück. Willst du dem nochmal... Ich geb dir nochmal 20 Euro dafür. Ich dachte, du fährst ihm doch meine Seite rein. Entschuldigung. So, du bist entkommen. Sehr schön. Und oh, jetzt nochmal schön die Wand geknutscht. Mit meinem Wagen. Und der muss ich gleich mit Wagen... Fotomodus. Für den Foto. Warum gehst du nicht in den Fotomodus? Das Fotomodell. Fotomodus. Jetzt sind wir nämlich wieder... Ach, wir sind immer noch... Fotomodus. Ich will nicht in den Fotomodus. Fotomodus. Ich will in den Rennmodus. In den Rennmodus. Geh mal aus dem Weg. Ich meine, diese schlecht konfigurierten Chase Lynn labert gerade irgendwas, aber leider verstehe ich es nur so halb. Ja, das tut mir leid. Die liebe Chaseline. Kennst du die Chaseline? Ach, Alter, warum kann ich die ganze Zeit nur... What the fuck? Ist das jetzt ein Bug? Das ist kein Bug, du bist einfach zu dumm. Hä? Warum komme ich jetzt nicht in den Linksmodus? Moment. Warte mal, jetzt muss ich mal einen kleinen Moment fahren. Ach, jetzt hat er, glaube ich, jetzt. Hat aber lang gedauert. War lang gedauert. Bis er jetzt dann mal begriffen hat, dass ich das Rennen schon beendet habe. Und jetzt? Wie wird's mit einem Rennen? Irgendwas. So ein Highway Battle auf der Interstate. Och, Level 7, das wird ja immer einfacher hier. Da kann ich ja noch mehr blamieren. Extremst hart. Nee, ich will erstmal ein bisschen Geld sammeln. Ich will mir auch einen Bugatti leisten können. Einen Bugatti. Mhm. Ja. Ein Bugatti. Ja. Bugatti. Und mein Bruder vertritt ja die Theorie, dass das Lamborghini heißt. Das habe ich nie behauptet. Das hast du vorhin noch gesagt, dass das Lamborghini. Ey, hier, nicht verdrehen. Keine intimen Geheimnisse ausplaudern? Ja. Was ich dir im Bett erzähle, sollst du nicht weiter erzählen. Entschuldigung. Wenn du erstmal untertauchst. Ich habe das schon so oft vorgelesen. Verdammt, warum? Weil das immer dasselbe ist. Wer kommt auf so eine Idee? Das ist immer dasselbe. Warum? Weil denen langweilig war und die nichts Besseres gefunden haben. Warum sieht dein Wagen so scheiße aus? Nehmen wir mal ein Beispiel an den Wagen vor dir. Ich hab auch gedacht, so Babyblau wäre doch wunderschön. Nein, so ein geiles Pink. Pink-rosa gestreift. Oh, also das ist ja hart. Was für eine Schwierigkeitsstufe spielst du? Es gibt keine Schwierigkeitsstufe mehr in den Spielen. Das heißt, du spielst auf extrem leicht, dann willst du nach Hause gehen. Halt die Klappe. Ich habe festgestellt, dass ich Crash Day auf, glaube ich, fast auf leicht gespielt habe im Let's Play. Wollte ich aber eigentlich gar nicht, aber ich habe es viel zu schnell gemerkt. Wolltest du gar nicht. Halt die Klappe. Du wolltest die lieber noch viel mehr blamieren. Ach, siehst du? Und da ziehen sie schon an mir vorbei. Ja, du siehst sie danach nicht mal mehr. Die sind so schnell, ich sehe sie nicht mal mehr. Oh. Ach, guck mal, da fliegen, das fliegen der Maschine. Geil. Das ist Special Effects von NFS, das kann nur NFS. Das ist genial. So. Oh, scheiße. Ach, leck mich doch. Komm her. Ich zieh dich wieder. Wo fährst du eigentlich hin? Ägypten. Was willst du in Ägypten? Pyramiden besuchen. Ich dachte, Spanien kommt. Ägypten, das größte Exportland von Spargel, das es gibt. Ja. Noch nie ägyptischen Spargel gegessen? Gibt's sicherlich auch. Wächst direkt im Deswegen. Ja, das wäre ein bisschen seltsam. Nein. Ich stell mir das gerade ins Bild vor, das sieht ein bisschen doof aus. Ich meine, Klimawandel okay, aber sollte es in Ägypten nicht auch noch wärmer werden? Weißt du, was das Problem ist? Da müssen die Polen, haben einfach eine weitere Anreise, wenn sie bis nach Ägypten müssen. Ich habe das für die Polen gerade die Framerate geklaut, so wie es aussieht. Nicht die Framerate, sondern die Frames. Ist doch die Framerate. Ja. Aber nein. Aber die ja. Framerate ist ja eine Rate. Wenn die Rate klauen, ist das dumm. Denk mal drüber nach. Stimmt, ich mache ja immer per Ratenzahlung. Ja, wenn ich dir mal einen Rat geben darf. Zahle immer per Ratenzahlung. Also. Ach, drei Runden ist dieses Kackrennen lang. Guck mal, du schaffst zu dominieren. Dann dance, wenn du so eine Show. Ich fahr wie eine Frau. Ja. Dann immer wie dance. Ich fahr wie eine Frau. Und alle Feministinnen, die jetzt aufheulen, oh, das war Beleidigung. Ja, heute. Das war jetzt aber eine Beleidigung. Das hab ich doch so beabsichtigt. Achso. Sag das vorher bitte. Ach, ich wollte jetzt innen. Ach, ich bin aber. Sieht man nochmal meinen Fail in Zeitlupe. Ich wollte echt innen lang. Hab's nur zu spät gesehen, weil er leider wieder ein bisschen gefragt hat. Ich hab's genau gesehen. Du willst nur wieder rausreden. Halt die Klappe. So, wo willst du hinfahren? Da lang. Warum fährst du eigentlich im Kreis? Ja, weil das ein Rundkurs ist. Das ist keine Begründung. Na klar. Das ist Spritverschwendung. Oh mein Gott, in NFS. Alter, wenn irgendwer mal diese Spritkosten zahlen muss, die ich in diesen NFS-Spielen so verbrauche. Ja. Der wäre arm.
Ich meine, oh, nee, jetzt guck dir mal, die Polen klauen wieder, die Framerate. Mhm. Kann schon mal passieren. Ich gebe jetzt, ab jetzt gebe ich immer, wenn man Serum hackt, den Polen die Schuld. Weil das ich jetzt, ist jetzt aber ich echt jetzt, beleidigend. Ich mache jetzt hier so ein kollektiv-rassistisches allgemein Let's Play. Genau. Ich, gegen Frauen, gegen Polen. Irgendwie könnte es noch so sein. Gegen Barack Obama. Ja. Ich wollte es gegen Juden nicht sagen, weil sonst wäre das Geschrei groß. Als Deutscher hat das Wort Jude in den Mund genommen. Wie, was fällt ihm ein? Genau. Das ist fast wie... Denk doch an deine ewige Schuld. Du bist schuld. Ich bin schuld am Holocaust. Ja. Entschuldigung. Du bist schuld am Holocaust. Es gibt so einen miesen Witz auf... Ach, jetzt bin ich wieder zu blöd. Da fängst du schon wieder an. Es gibt so einen miesen Witz. Auf EA gibt's den? Nein, nicht auf EA. Auf, hat ein Kumpel von mir gepostet. Ist ziemlich mies. Ich werde gerade ein bisschen erzählen. Ach, erzähl ich. Ja, los, erzähl. Ich hau jetzt hier richtig hier die rassistischen Witze raus. Da stand so, haben sie so Hitler in so einem Ghetto-Kostüm abgebildet. Dann stand da, how much the Holocaust? War so schlecht, aber... Ja, das ist leicht grammatikal. Ja, na und? Also, ja. Ja, na und? Oh. Oh, 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 oh. Der Land. Oh. Jung, da ist er. Mitten in den Landen. Immer schön auf dem Boden der Tatsachen bleiben, bitte. Mhm. Laden. Willst du nicht durchs Nichts fahren? ich bringe jetzt nicht... Obwohl, ich könnte Bin Laden jetzt mal wieder bringen. Bin Laden. Aber du spielst gar keinen Shooter. Es gibt ein Spiel, wo man... Nee, es gibt einen Film, wo wie Bin Laden abgeschossen wurde. Hoffentlich gibt es auch einen Spielzug. Ich könnte Bin Laden töten. Könnt ihr auch einfach die Originalaufnahmen angucken. Kannst du Originalaufnahmen nachspielen? Muss mal deinen guten Freund Obama fragen. Ja, ich bin ja mit Obama schon gut befreundet. Ja. Wie man sieht, der fährt genauso gut Auto wie ich. Was hast du eigentlich für eine Scheißseitenmarkierung? Jetzt mal ernst. Ich hab da eine schöne Deutschlandflagge drauf. Darf ich nicht mal ein bisschen Heimatstolz präsentieren? Nein, nicht in Amerika. In Amerika? Das macht rein von der Story her gar keinen Sinn. Du Amerika und Nationalismus, ich bitte dich. Der Typ, der da fährt, der kommt gar nicht aus Amerika und Patrioten. Halt ich für ein Gerücht. Ja. Genau. Die schicken ja auch keine Patriot-Raketen in die Türkei. Boah, Alter. Deswegen versagt das Spiel gerade, weil mein Bruder solche Witze bringt. Nein, das ist eigentlich der Treibstoff dafür. Du hast dominiert. Du hast dominiert. Mit meiner Dominanz spüren. Oh, dein Fahrerkönnen ist gewonnen. Respekt. Also. Ja. Teile-Rabatt. Jetzt krieg ich Teile günstiger. Ja. So. So. Waren das schon 15 Minuten, was meinst du? Nein, das waren noch keine 15 Minuten. Glaube ich auch nicht. Deswegen es waren 10, 11, 16, 17, 20. Ach ne, es sind die Frames. Es sind nicht besonders hoch, nein, das ist aber bei NFS noch nie bei mir gewesen. Stimmt. Elf, Sheridan and Willow. Sherry, Lady. Na, 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 na. Klingt auch die komische, besoffene Eule. Sherry, Lady. La, 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 la. Entschuldigung. Wenn du sonst nichts zu tun hast, halt dich aus meinem Let's Play raus. Modern, Walking. Modern Stalking. Zum Modern Stalking? Ja. Das kann Rose besonders gut. Aber nicht die liebe Rose. Hier gibt auch eine Rose im Spiel, falls du das nicht weißt. Ich weiß. Aber das ist keine Stalkerin. Nein. Woher willst du das wissen? Eine SH. Eine SH. Ich will das jetzt nicht deuten, was SH bedeutet. Sozialarbeiterin. Ne? Es gab mal wirklich einen an so einer Schule. Ich wollte jetzt eigentlich gerade ausschalten, aber ich kann sie ja vorne zum Glück ausschalten. Der hat geschrieben in der Arbeit, also auf der Realschule, auf meiner ehemaligen Schule. Dort soll jemand geschrieben haben, ich weiß nicht, ob stimmt, in der Geschichtsarbeit um den Nationalsozialismus, was SA und SS bedeutet. Ich weiß nicht, ob das wirklich passiert ist. SS hat er geschrieben, soziale Sozialisten, und bei SA Sozialarbeiter. Ach, was ein Witz. Wahnsinnig witzig. Ich fand's witzig. Alle haben gedacht. Also die waren so unheimlich sozial, die SA und auch die SS als soziale Sozialisten. Ja, aber die... Hast du gehört? Hier die NSDAP, ne? Mhm. Die sind ja linksradikal, weil die sind ja sozial. Mhm. Der Schwerpunkt liegt ja auf sozial, deswegen... Ja, das ist einfach so. Die sind einfach nur missverstanden. Home. Ja. Stimmt ja. Schon. Das ist einfach so. Und ich weiß jetzt auch schon, was ich mache, um der Bullerei zu entkommen. Ach du betätigst dich auch noch als hier Müllerpur oder was? Das ist schon ein ganz sauberer Abschnitt.
Hast du da gerade noch nebenbei die Straße gefegt? Ja, nebenbei. Wie sieht das aus? Ich hab so Bürsten unterm Auto. Guck mal, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Das wollte ich immer singen. Und jetzt bin ich nicht entkommen. Du musst aber immer noch eine Einheit ausschalten, ist dir klar. Au, ich muss Einheit ausschalten. Du bist wahnsinnig intelligent. Au, ich dachte, ich muss nur... Nein. Ich hab gedacht, ich muss nur entkommen. Da hab ich hab vorhin gedacht, das wäre eine Flucht. Das passiert mir aber bei den Sachen irgendwie immer. Was? Die sehen aber auch alle gleich aus. Ja, das sieht man ja auch nicht da oben. Ach, du Blödkopf hier. Sie sind geschnappt. Geh mir aus dem Weg. Ja. Das macht voll viel... Ja! Das wäre so genial, wenn du einfach gleich geschnappt wirst. Oh mein Gott. Oh Mann. Dann folgen wir mal bitte. Folgen Sie mir bitte. Bitte rechts ranfahren. Folgen Sie mir bitte weiterhin. Vielen Dank. Auch wenn ich dafür kein Geld verdiene, kann ich so damit trotzdem die Folge noch beenden. Und so, jetzt kommen wir mal weiterher. Folgen, bitte folgen. Bitte folgen, bitte folgen. Sie werden verbunden. Bitte folgen. Du weißt, was ich vorhabe, oder? Kennst du den bisschen NFS aus? Ah, das noch die Stelle ist einfach nur dumm. Die Stelle ist unfair. Vollkommen unfair. Jetzt folgt mir doch mal. Und boom, boom, hast du gesehen, auf das eine Auto drauf? Ja. So, Herausforderung geschafft. Nicht mehr zu sehen. Bleib dran, ich versuche ihn einzuholen. Du hast aber 5 von 4 ausgeschaltet. Das wird aber Minuspunkte in der Wertung geben. Ich hoffe, ich habe noch dominiert. Du hast nicht dominiert. Guck mal, da fliegt ein Auto. Das ist so geil, manche Bugs hier in dem Spiel. Das passiert mir immer wieder. Ich habe in einer Folge vor kurzem gehabt, dass mir ein Auto einfach so überschlagen entgegenflog. Ohne Zusammenhang. Ich dachte nur so, what? Du hast dominiert. Obwohl du so schlecht warst. Yeah. Warum kommt eigentlich nicht mehr die spanische Gitarre? Ich vermisse es voll. Spanische Gitarre. Das war so in der ersten Folge immer so ein Klassiker. Da war immer so eine... Da haben wir immer spanische Gitarre dazu gesungen. Vermisse ich voll. Die ganzen alten Insider. Oh. Das waren jetzt aber genug, ne? Das war genug Zeit. Das war genug Zeit. Das war genug erstmal für heute, von uns beiden. Ich glaube, das mehr kann man nicht aushalten. Nein, das geht einfach gar nicht. Und deswegen sage ich erstmal für diese Folge Cheerio. Ich weiß, das war geklaut, aber das ist mir jetzt auch egal. Ja, das ist schlimm. Nee, eigentlich ist meine Verabschiedung ja immer gleich. Ich sage immer, einen wunderschönen Tag noch, macht's gut, ciao. Willst du auch noch eine spezielle Verabschiedung sagen? Eine wunderschöne Nacht noch, macht's gut, ciao. Wie kreativ.